Zierpflanzen zum Zudröhnen. Hier haben die Diebe geerntet. Was für Gärtner ein Augenschmaus ist, ist für andere der besondere Kick. Hortensien kiffen als Ersatz für Marihuana? Unglaublich, findet Bettina Will aus Dreiser. Drei Sträucher haben ihr die Diebe verhunzt. Natürlich erschrocken, weil wir haben auch gar mit überhaupt nicht gerechnet, wofür machen die das ab? Wir haben gar keinen Grund gesehen da drin. Der Sachschaden ist zwar gering, aber die Hobbygärtnerin steckt viel Zeit und Mühe in ihre geliebten Zierpflanzen. Die Enttäuschung ist deshalb groß. Weil wir wissen genau, diese Teile, die sind so wichtig, dass überhaupt noch eine Blüte kommt. Und sie sind ja geschickt, sie nehmen teils nicht alles mit, sodass im nächsten Jahr noch ein bisschen dran ist. Aber so abgeerntet wie dieses Jahr, ich glaube, das war hier noch nicht vorgekommen. Das heißt, wir tragen dann keine Blüten oder keine schönen Blätter mehr. Das ist traurig. Und nicht nur bei Bettina Will haben die dreisten Diebe geerntet. In 7 Gärten im Steinkauzweg in Dreiser haben sie zugeschlagen. Vermutlich kommen sie in der Nacht. Die Anwohner vermuten, dass es Jugendliche sind, die sich einen Spaß draus machen. Bei Clemens Sack haben die Diebe sogar hinterm Haus ihr Dope geholt. Und bei Marie Kemmer direkt vor der Haustür. Niemand aber hat bislang was bemerkt. Das geht einfach nicht. Und also da waren wir schon sehr erschrocken. Vor allen Dingen, dass die Leute, die das machen, einfach aufs Grundstück gehen. Gell? Also das geht gar nicht, finde ich. Der Polizei haben die Dreisaer die Fälle bislang nicht gemeldet. Es sind ja eigentlich Bagatellen, sagen sie. Und Hortensien fallen ohnehin nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Besitz und Handel sind nicht strafbar. Auch entgegen aller Gerüchte im Internet wirken Hortensien nicht wie Haschisch und Marihuana. Weiß auch Heike Eckert, Drogenberaterin für Jugendliche aus Schwalmstadt. Es wird beabsichtigt, damit eine cannabisähnliche Wirkung zu erzielen. Diese Wirkung gibt es aber nicht. Was aber in der Hortensie enthalten ist, ist Blausäure. Und die kann sehr, sehr schädlich sein, weil gefährlich. Wenn Blausäure freigesetzt wird beim Konsum, dann kann das eben die Vergiftungserscheinungen bewirken und kann dazu führen, dass Herzrasen, Atemnot, hoher Blutdruck und ähnliche Symptome auftreten. Eine Gefahr, die auch Bettina Will und den anderen Nachbarn aus dem Steinkauzweg in Dreiser Sorgen bereitet. Deshalb wollen sie den Tätern jetzt ihre Diebestour vermiesen. Ich habe im Internet gelesen, dass man ein Mittel gegen Wildverbiss nehmen kann, was richtig schön stinkt. Und was zudem auch leicht bitteren, bläulich ist es auch noch, einen Geschmack hat. Und damit verdirbt man denen quasi den Spaß an diesen Stängeln, die sie rauben. Sie hofft so, dass der Spuk um ihre gestohlenen und wohl als Drogen missbrauchten Hortensien möglichst bald ein Ende hat.